Hallihallo alle Höhle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Savager Drinks Profit. An einem wundervollen Donnerstag. Jetzt muss ich gerade überlegen, welcher Tag ist denn heute. Oh, scheiße. Nein, es ist heute Donnerstag. Wir sind wieder hier in unserer schönen, drachenartigen Welt. Und wir haben die Quest oder die Aufgabe, den Manipulator Gagnol zu eliminieren. Ob wir das hinkriegen, werden wir sehen. Und ob wir den überhaupt finden, weiß man ja auch noch nicht, wo der ist. Laut Karte ist er hier hinten irgendwo im Schloss. Da werde ich jetzt auch mal so rüberfliegen. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt dafür extra ein öffentliches Event machen müsste. So, sehe ich ihn von hier schon. Manchmal sieht man das ja. Also ich sehe ihn gerade, wenn ich jetzt so hier so ehrlich bin, nicht. Ich fliege jetzt hier mal rein. Ach, da ist er doch. Ja, komm. Spring mal ab. Mach den hier platt. Und dann kümmere ich mich um Gagnol. So. Gagnol ist Level 30, wir sind Level 28 und der ist natürlich wieder der High-End High-Arschke-Gedöns hier. Und naja, wir gucken, was wir zaubern können. So, diese Schicksforscher, die sind so anstrengend. Alter. Hast du es in diesen Gebäuden? Weil du hast einfach keinen Durchblick. Boah, Kollege, jetzt reicht's mir. Und jetzt kriegst du eins. So bist du. Ist mir egal, ob der mich gerade bearbeitet oder nicht. Schacksforscher mit seinen Tränken geht mir langsam auf den Keks. So, jetzt. Ja, so. Boah, Alter. Also, das ist echt mies. Die Kameraführung in den Gebäuden sind immer mies, aber das ist, glaube ich, nirgendwo anders besser. Dem wird nicht viel. Kann gut möglich sein, dass es mal besser ist, mal schlechter ist, aber es sind halt immer enge Räume. Wo denn die Kamera, wenn die hinter einem ist, ja irgendwie ja irgendwo hin muss. Dann wird es manchmal ein bisschen unübersichtlich, wenn man sich bewegt. Also beim Kämpfen zumindest. Im Normalfall geht das eigentlich. Also wenn ich jetzt hier nur durchlaufe, geht das. Alter, was ist mit dir kaputt? Ja. Gagnol habe ich ja gleich. Also das sollte jetzt nicht so das große Problem werden. Also wenn man aufpasst, nicht so weg jetzt, sondern aufpasst und gut beiseite geht, dann sollte der eigentlich gar kein Problem darstellen, weil er ist relativ langsam. Da kommt jetzt noch irgendwas von ihm. So. Und dann ist auch vorbei. Ne? So, haben wir jetzt auch Gagnol. Dann können wir hier wieder weg. Das ist ja ein Träumchen. So, wo müssen wir denn hin?
wieder da hinten hin. Das ging ja jetzt fix. Alter, also, das war jetzt richtig fix. Da hatte ich ja schon andere Gegner. Da hatten wir ja schon echt mega puh, andere Gegner. So. Quest, komm, gib mir deine neue Quest. Warte, du kriegst von dir keine neue Quest? Alter, was ist mit dir kaputt? Bist du krank? Ey, ich will eine neue Quest? Da läuft die einfach weg. Die hat doch sonst immer die ganze Zeit Quests gegeben. So, Gouverneur des Unterwelthafens findet Schwarznacht-Agent. Agent. Agent. Gouverneur des Unterwelthafens, alles klar. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ha! Weiß ich doch nicht mehr, wo der Unterwelthafen ist, Leute. Nehmt das Luftschiff nach Duran und begibt euch zum dortigen Schwarznachtagent. Ihr findet im Süden Aburans einen Luftschiffhafen. Er ist am besten über das Gebäude mit den Bankangestellten und Auktionsverwaltern zu erreichen. Wenn ihr in dem Gebäude seid, nehmt den Westausgang und geht einfach geradeaus. Dort befindet sich ein Lift, der euch nach oben zum Hafen bringt. Alles klar. Ich glaube, ich weiß, was sie meinen. Wir starten die Propeller. Und ab geht die Luzi. Ich glaube, ich weiß, was sie meinen. Ich glaube nämlich, in Aburan selbst gibt es doch dieses runde Gebäude hier. Und ich glaube, da war das mit Hochfahren und so weiter. Ich glaube, das war das. Ansonsten müssten wir dann gucken, ob wir, weiß ich nicht, hier hinten oder sowas ist. Aber das hätten sie dann hingeschrieben. Das würde mich jetzt verwundern, wenn da irgendwas ist. Das Blöde ist, mir fehlen... Wie viel fehlt mir da noch? 6.100... 6.000... Naja, 2.880 zu 1.950. Nein. Ich dachte, das kriegt noch hin, aber das kriegt nicht hin. Dass wir vielleicht Level 29 wären, aber was kriegen wir für pro Monster? Da müssen wir ordentlich viele Monster erledigen, wenn wir da über 3000 Punkte zusammenkriegen wollen. Müssten wir ja mega viele hinkriegen. Ne? So, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, was wir finden. Und ob was finden und so weiter, weißt du? Ich finde immer nur die Wegbeschreibung so geil. Dann geht ihr nach Süden, dann geht ihr nach Osten oder Westen oder was auch immer, ne? Ja. Immer noch. Es gibt hier keinen Kompass. Oder ich habe keinen Kompass. Wenn sie mir einen Kompass einbauen, dann könnte ich auch danach gehen, aber... So, wir sind kommen jetzt da rein. Das muss irgendwo hier weiter. Komm, los. Flieg, mein Drache, flieg. Ja, durchs Banner können wir durch. So. Durch das Gebäude der Bankangestellten gehen wir hier durch. Gehen wir hier durch. Dann ist hier nämlich dieser Lift eigentlich. Der zu ist. Toll. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Dass wir dann direkt einmal durchfliegen können. Siehst du? Zack. Oben. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo der Hafen ist. Hafen. Nein, hier ist kein Hafen. Da muss ja hier irgendwo ein Hafen sein. Hier ist auch kein Hafen. Schönen guten Tag. Hafen? Hier soll irgendwo Hafen sein. Oh.
Guten Tag, guten Tag. Gibt's hier irgendwo Hafen? Hafen? Hafen hier? Hier Hafen? Ist auch kein Hafen. Mein Gott, wo ist denn der Hafen hier schon wieder? Jetzt suchen wir 3 Stunden und 45 Minuten den Hafen. Bis wir den irgendwann mal gefunden haben. Ich weiß ja nicht, wo die Luft... Also normal siehst du den Hafen eigentlich, weil dann die Luftschiffe ankommen. Das Problem ist, da hinten sieht es aus wie so ein Anlegesteg für ein Luftschiff. Ah, Luftschiff, Hafenmeister. Ach, Gottes Willen, schweres Wort. Ah, ich bin sogar richtig am Dock, genau, Daburan. Daburan ist hier, Luftschiff kommt irgendwann. Wir warten auf Luftschiff. No? Fein, guck mal, wie schmal diese Brücke ist. Dass die hält. Ja, das ist krass. Das ist Kunst. So. Wir warten. Wir warten und warten und warten. Jetzt müsste eigentlich so eine Melodie kommen. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten Sie, bis das nächste Luftschiff kommt. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. wär eigentlich ein genialer Schachzug. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Ich hab mal vor, für die Arbeit so einen kleinen mobilen Router zu installieren. Dass man für gewisse Sachen ein wenig Internet auf Arbeit hat. Eine Karte, Gott, hier noch rumliegen, ne? Prepaid-Karte von Kongstar. Dachte ich, ja, passt, ne? Machst du erstmal ins alte Handy rein, bis du den mobilen Router hast und dann geht's ab. Yo. Also eine Wahnsinns-Internetgeschwindigkeit habe ich mit Kongstar. Ich kam auf Arbeit an und hatte E. Ich glaube, das höchste hier zu Hause war H+. Und dann habe ich heute so geguckt, ne? MB im Download. Das ist gut. Oh, das Schiff kommt. 21 MB im Download. Was haben wir noch? Achso, als Verbraucher des vereinbarten Datenvolumens 64 Kbits Download. Und dann habe ich mir Vodafone geholt, weil ich selber Vodafone habe und ich damit besser bin. Oder besser dran war. 500 Mbits im Download. So. Falls jemand das mal im Kopf ausrechnen kann, von Kbits auf Mbits, der kann mir das mal unten in die Kommentare schreiben. Aber ich würde sagen... Und Vodafone ist ein Ticken schneller, ich weiß es nicht, aber bei Vodafone kriege ich definitiv gleich inklusive 4G LTE, wo ich dachte, da, ja, das macht Kongstar auch, aber irgendwie funktioniert das jedenfalls nicht in Berlin. Jedenfalls nicht überall in Berlin. Fand ich ein bisschen schade, weil ich hätte Kongstar genommen, weil war ja gut... Wäre jetzt auch eigentlich nur, ich hab's gerade rumliegen, ne? Jetzt habe ich mir aber noch eine Karte geholt von Vodafone. Diese Callia-Dinger. Und dann sage ich zu dem Typen, ich brauche, war direkt im Vodafone-Shop. Ich sage, ich brauche hier eine Prepaid-Karte, ne? Dann sagt er, ja, wofür denn? Sag ich, hauptsächlich zur Datennutzung. Oh, da müssen wir mal rechnen. Hä? So. Und dann hat Vodafone extra nur SIM-Karten für die Datennutzung. Da kannst du nicht mit telefonieren. Das Problem ist,
Die sind teuer. Da waren wirklich 200 MB für 4,99 €. Ja, also 5 Euro für 200 MB. Er sagte, oder hier, da hat er mir noch eine gegeben: 2 GB, 4G LTE Max mit 200 Minuten und SMS. Jo, sag ich, sag da, ja, kannst du mit telefonieren. Kostet 9,99 €. 9,95 €. Das ist eine Rechnung, sage ich dir. Wenn ich nur reine Datennutzung will, zahle ich wesentlich mehr, als wenn ich sage, okay, ich nehme auch mit Telefonie drin und zahle weniger. Was ist denn das für eine Logik? Gut. Ich hab mir denn die mit 2 GB geholt, weil das doch ein bisschen günstiger war. Ein bisschen. Jetzt warte ich nur noch auf meinen mobilen Router. Ich hoffe, dass der heute ankommt und ich dementsprechend denn meine Karte mal oder das Ganze mal testen kann, wie das so läuft. Ich hoffe, das läuft. Und dann hätte ich so ein. Es sind ja nur diese mobilen Dinger, die kannst du dir eigentlich in die Tasche stecken. Und dann hast du über diese Prepaid-Karte oder was auch immer du für eine Karte da drin hast, extra WLAN-Empfang. Na? Und mehr ist es ja nicht. Kannst du in der Hosentasche stecken, fertig. Ist meistens nur gedacht, wenn du hier geschäftlich oder mit Laptop unterwegs bist und willst ein bisschen surfen, dafür ist es gedacht. Dementsprechend hat das Ding auch ein Akku, hat aber höchste Akkulaufzeit von, ich glaube, 6 Stunden und Standby 300 Stunden. Nur da der bei mir rund um die Uhr laufen würde auf Arbeit, hätte der die 6 Stunden wären ja nicht, ne? Würde ich per Stromkabel anschließen. Ich hoffe, entweder ist eins dabei oder ich habe noch eins zu Hause rumliegen. Müssen wir dann gucken. Aber irgendwie so werden wir das denn machen. Doranmin Ornost Grün Armdorf Alchemistenversteck. Alles klar. Okay. Wir sind da. Ich guck nach da hinten ist der schon. Ich sehe ihn schon. Ich stehe auf. Solche Welten mag ich ja unheimlich. So, da hinten ist er. Quatschen tun wir mit ihm am Montag. Montag zur neuen Folge, denn wir sind schon ein paar Minütchen drüber, was jetzt nicht so schlimm ist. Aber wie gesagt, dann quatschen wir am Montag mit ihm und machen am Montag ganz viele neue Sachen. Geil. Ich freue mich. Super. Wir sind wieder auf einer neuen Welt. Wir können eine neue Welt erkunden. Das wird nicht mehr ganz so langweilig. Es ist ein wenig, ein kleiner frischer Wind kommt rein. Und dann, ja, das Ganze machen wir dann am Montag. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit. Amüsiert euch, feiert, grillt, trefft euch mit Freunden, geht ins Kino, was auch immer. Und dann schreibt das unten in den Kommentaren, was ihr so am Wochenende gemacht habt. Punkt. So, ne? Somit verabschiede ich mich aus dieser heutigen Folge vom Donnerstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Bis dahin, euer Schröti. Tschüss.